Hallo und herzlich willkommen hier am Kanal von Messmer Multimedia. Ja, jetzt gibt es den letzten Schliff. Es kommt die letzte Teerschicht auf die Brücke und dann ist der Brückenumbau Kehlen endlich beendet und mal gucken, wenn der Verkehr dann wieder drüber fließen kann. Und man sieht hier natürlich auch schwere Maschine. Die großen LKWs bringen den Teer angeliefert. Wie ist der Ablauf vom Teer? Wie sind so die Schritte? Auf was muss man da gucken, dass es läuft? Der Boden muss sauber sein, trocken muss es sein. Beim Feinbelag 4 Grad. Also unter 4 Grad ist normal nichts zum Einbauen. Muss sauber sein, damit man eine Haftkleber spritzen kann bei der Decke, dass es verbindet wird. Und wie lange dauert es, bis man da drüber fahren kann? Es kommt auf Witterung drauf an. Wenn es warm ist, nächsten Tag. Ansonsten ja, 3-4 Stunden. Okay, und was hat die Walze für einen Druck, was ihr da drauf bringt? Mit 4,5 Tonnen. Mit 4,5 Tonnen wird gewalzt dann nachher? Ja. Zwischen 170 und 190 Grad muss der Bitumen haben, ein Spezialbitumen, der auch für schwere Fahrzeuge geeignet ist. Und der wird hier auf die Straße eingebracht. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wenn die Brücke eröffnet wird und das Kehlen wieder durchfahren werden kann. Wir sind auf alle Fälle gespannt. Ich werde euch im Gesamtbericht noch zeigen, wie denn der Brückenaufbau stattgefunden hat. Und ich wünsche euch heute schon viel Spaß dazu.